Ja, willkommen zurück bei Dark Souls, beziehungsweise halt Trying Out Dark Souls. Das ist jetzt die fünfte und somit auch die letzte Folge. Und ich denke mal, viel weiter als so kommen wir sowieso nicht. Denn wir sind jetzt schon so oft hier gestorben und kein Schrittchen weitergekommen. So dass es absolut keinen Sinn macht, hier irgendwie noch weiter zu spielen. Ja, das ist natürlich auch schlechter als das, was ich anhabe. Insofern. Bläh. Deswegen, also es macht dann absolut keinen Sinn, dann halt hier noch weiter zu spielen. Weil jetzt halt nochmal irgendwie durch den ganzen Mist hier uns zu prügeln. Und in keiner Art und Weise irgendwie einen Fortschritt zu machen. Ah. Da brauchen wir halt auch nicht irgendwie großartig weiterzumachen, wenn wir sowieso immer an den Mobs hier sterben. Zumal wir uns ja auch wieder selten dämlich anstellen. Ein Langschwert. Ach, das haben wir auch schon. Macht dann auch keinen Sinn. Ja, und da ich jetzt hier wirklich keinen Fortschritt hier sehe, müssen wir wohl oder übel uns eingestehen, dass das hier alles nichts bringt. Oh. Heilt uns das? Okay, das war auch noch irgendwie ein Zustandsschaden. Hilft uns natürlich da auch kein bisschen weiter. Wenn der so ewig lange hält und noch dann ewig lange runtertickert. Ah, hätten wir auch warten können. Au. So. Ich muss ja echt zu viel trinken. So, das bringt uns ja hier auch nichts. Zumindest sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorhin auch waren, aber das nützt natürlich auch alles nichts, weil die Mobs sind ja auch wieder da. So.
So, dann komm du erstmal hier hin. Ja, komm, du, dich meine ich. So, wunderbar. Ruhe. Au! Du Penner, ey! Ich mach's nach wie vor, dass ich die falschen Knöpfe hier drücke. So, die zwei, da lasse ich jetzt erstmal außen vor. Das hole ich mir wieder. Können wir hier rein? Tatsächlich. Okay. Holzschild. Okay, und habe ich das jetzt geplündert? Ich hoffe. Ja, und ich habe jetzt meinen Countdown nicht gestartet. Jetzt weiß ich nicht, wie lange die Folge geht. Super gemacht. Fängt ja hier alles. Wer schmeißt damit Kram nach mir? Dann zünden wir mal hier an. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn ich hier raste und aufsteigen will. Also, okay. Nein. So, so kann ich die Seelen hochsetzen. Okay. Jetzt verstehe ich auch so halbwegs das Aufsteigen. So, ich habe 1907 und ich könnte jetzt hier, was weiß ich, nochmal Vitalität hochsetzen. Nochmal Stärke. So. Genau, für die nächste müsste ich jetzt erstmal 800 Seelen wieder halt haben. Und was kann ich hier entfachen? Kein Entfachen als Hülle möglich. Whatever. Ah ja, und dann sind dann tatsächlich hier die Mobs wieder respawned. So, dann komm mal her, du. Du da. Genau dich meine ich. Komm mal her. Ja.
Schön. So, willst du auch noch? Ja, dann komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Ah, ist ein... Huch. Halt! Ah. Du sollst ihn auch treffen. Okay, also mit... Ich muss sie dann tatsächlich irgendwie... Ja, targeten. Ach, da hinten leuchtet auch noch irgendwas so friedvoll vor sich hin. Komm, na, komm! Fall um. Ja, aber ein Krieger fehlt doch jetzt hier, oder? Ach, das ist da... Da unten irgendwo irgendwas. Wieso hat sich der Flakon nicht aufgefüllt? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, da kommen wir nicht... Zuerst mal nicht hin. Was steht denn hier? Wertung hier? Ja, was ist hier? Nix ist hier. Aber so kann man natürlich auch relativ gut farmen. Achtung vor dir! Ah! Mal hier ja dann auch jeweils die Seelen bekommt. Nur, ja, ob das jetzt hier wirklich ertragreich ist, sei mal dahingestellt. Zumindest mal, wenn man sich so bescheuert anstellt, wie ich es hier mache. Weil das war jetzt hier so eine 0 auf 0 Rechnung. Weil es hat uns... nichts gebracht, der Flakon hat sich auch nicht aufgefüllt und Meister, toll. Und hier, Achtung vor dir. Back, Gestenmenü.
Wenn ich das immer so hinkriegen würde wie das da gerade, könnte ich mir noch vorstellen, weiter zu spielen. Aber so, nee. Das hat uns natürlich auch wieder Leben gekostet. Ah, Dreck. Die hängen hier aber auch überall rum. Und da steht bestimmt auch wieder einer ums Eck. Nee. Nee. Pass auf, Schatz. Na toll. Umschalten. So, dann hauen wir mal hier mal auf den Tisch. Ach, du ahnst es nicht. Drei. Na, komm mal her. Ja, nicht schön, aber selten. Können wir hier rein? Verschlossen, okay. Können wir hier rein? Pass auf, Scharfschütze, super. Ja, mit denen will ich mich nicht anlegen. Ich denke mal, wir müssen da zu dem Scharfschützen da hoch. Leichte Armbrust, oh ja. Zement. Aber bestimmt haben wir keine Bolzen dafür. Ausrüstung. Tuck, tuck, tuck. Mist. Ne, haben wir ausgerüstet. Ja. Keine Bolzen dafür, verdammt. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir eine Fernkampfwaffe und können sie nicht einsetzen. Dabei hätten wir so schön die von hinten kalt machen können. Aber nö. Springen? Ja klar. Geschafft?
What? Also eure Nachrichten hier sind teilweise nicht, ja, nicht hilfreich. Versuch's mit Distanzkampf. Hätte ich ja gerne gemacht, aber ich hatte keine Bolzen. Wo geht's weiter? Ich sehe mich gerade außerstande zu wissen, wo es lang geht. Wir bräuchten hier einen Schlüssel. Und diese netten Herren versperren mir den Weg. Und da sind noch welche. Und es sind keine Freunde von mir. Tja, wenn ich jetzt noch mal raste, dann bringt mich das hier auch nicht weiter. Dann habe ich ja wieder sämtliche Mobs hier am Popo. Ja, aber ich komme hier sonst auch nicht weiter. Ja. Oh, doch, hier könnten wir mal versuchen. Die Idee war aber gut. Nur an der Ausführung haperte es. Naja. Aber ich denke mal, das wäre es dann auch gewesen, weil jetzt noch mal hier durchkämpfen. Mache ich nicht. Deswegen lasse ich es dann tatsächlich gut sein. Ja, zumindest mal bleibt denn hier diese ganzen Stufenaufstiege, die bleiben erhalten. Das ist schon mal halbwegs gut zu wissen. Sollte ich dann doch jemals wieder dieses Spiel hier anfassen? Weiß ich schon mal Bescheid. Okay, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als, ja, gefallen wird es euch sicherlich nicht haben, weil, Gott, bin ich schlecht. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei irgendeinem anderen Projekt, bei irgendeinem anderen Let's Play. Hab ja noch ein paar andere hier am Laufen. Irgendwie hier Harveys neue Augen zum Beispiel. Guckt euch das an. Da fail ich nicht gerade so rum und sterbe auch nicht so häufig. Ja. Wie auch immer. Okay. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.